Hallo ihr Lieben, es ist der Weite Mili. Hello Dears, ich hoffe es geht euch allen gut. Wir machen heute weiter mit unserem Meerestiere-Projekt. Und wie es sich auch gehört, brauchen wir auch einen Seestern. Ich habe bereits den Vorschlag bekommen und habe mich auch sehr gefreut. Seht ihr das alles hier? Ich hoffe. Glaube nicht. Und habe mich sehr gefreut, weil ich auch einen Seestern zeichnen wollte. Wahrscheinlich habt ihr selbst schon mal Seesterne gesehen. Also es gibt so klitzekleine, ganz süße, es gibt auch größere. Ich habe persönlich, also ich habe immer Urlaub am Schwarzen Meer gemacht. Das ist die bulgarische Küste. Dort gibt es wahnsinnig viele Muscheln, weil das Wasser dort sehr süß ist. Also das salzige Meereswasser ist am wenigsten salzig von den Meeren der Umgebung. Also das Mittelmeer, also unten Griechenland, Südfrankreich, Mallorca, ja, Südspanien, das ist das Mittelmeer, das ist sehr viel salziger. Und also bei mir brennt die Haut so ein bisschen immer, wenn ich dort gebadet habe. Aber das Schwarze Meer ist sehr viel süßer. Es ist natürlich auch Salz drin, aber im Vergleich dazu sehr wenig. Und ich habe dort noch nie einen Seestern gesehen. Ich bin kein Biologe, aber ich vermute mal, dass Seesterne Salz mögen. Und zwar richtig salzig. Vielleicht liegt es aber auch an der Temperatur, wobei das Schwarze Meer auch relativ warm ist, weil es nicht so groß ist. Aber, also wie gesagt, ich bin kein Biologe, ich werde jetzt hier nur mutmaßen und das möchte ich nicht. Ich habe Seesterne eher in getrockneter Form gesehen, gebe ich zu. Das ist nicht besonders aussagekräftig. Aber wie gesagt, so kleine gibt es ja. In so Deko-Geschäften kann man so Seesterne mit Muscheln kaufen. Ich sammle auch sehr gern Muscheln, aber eben dann die am Strand. Und dort habe ich eben noch nie einen Seestern gefunden. Von daher habe ich jetzt rein nach Optik geguckt, was für ein Seestern mir hier gefällt. Und habe jetzt einen ausgesucht von allen und ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Also er hat bestimmt selbst auch einen Namen, aber ich weiß nicht, was das für einer ist. Aber ich finde, er ist relativ klassisch und ich meine, dass ich den schon mal gezeichnet habe. Ich glaube für Ravensburger Puzzle. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich diesen Seestern schon mal in einer anderen Form natürlich, also immer eine andere Zeichnung, aber so mit diesen fünf Knubbeln hier, aber viel vereinfachter. Und ich merke, dass, also wenn man jetzt so damit beginnt, dass es sehr viel komplizierter ist, als man am Anfang ahnt, vor allem wenn man ihn von der Nähe so zeichnen möchte. Mal gucken, wie wir das machen. Ich habe mir jetzt schon mal so ein Orange zurechtgelegt, aber ich bräuchte gleich so ein, ich würde sagen, so ein Dunkelrot. Und er hat so sehr interessante Netze, die ich höchstwahrscheinlich so nicht machen werde, weil die wahnsinnig kompliziert sind. Da müsste man sich wirklich so ein paar Stunden hinsetzen und es so ordentlich machen, wie es nur geht. Aber ich versuche das vielleicht so für euch so als Illustration zu vereinfachen, damit ihr auch einen schönen Seestern habt, einen relativ realistischen, aber jetzt nicht ewig 3 Stunden an ihm zeichnen müsst. Von daher versuche ich jetzt hier einfach mal so eine, ja, so eine Struktur reinzubringen, damit wir das
zusammen schön machen können. Und ich habe jetzt dieses Dunkelrot genommen, also auf dem Foto selbst ist es eher bräunlich, aber ihr wisst ja mittlerweile meine Vorliebe für schöne Farben. Mal gucken, wie wir zurechtkommen damit. Ich werde auch ein bisschen, wie gesagt, reduzieren. Also ich muss auch reduzieren. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich die Vorzeichnung relativ hell gemacht habe. Das würde ich euch auch immer empfehlen. Außer ihr wollt lieber mit Bleistift. Ich halte von der Bleistiftzeichnung, wenn man bunt werden möchte, nicht sehr viel, weil obwohl ich das auch so angefangen habe. Aber ich merke einfach, also mittlerweile bin ich so empfindlich, wenn es um die Farben geht. Ich möchte, dass meine Farben schön sind. Und deshalb versuche ich, also für die Illustrationen, also da bin ich relativ verbissen, also perfektionistisch. Und der Rest ist mir relativ egal, aber bei den Farben bin ich schon. Da möchte ich schöne, reine Farben haben und nicht so schmierige, bräunliche Farben. Und eben in meinen Illustrationen ist das auch so. Also man merkt einfach, dass ich wenig Grau benutze, kaum Schwarz und so weiter. Was ich nicht so gut kann, ist fotografieren. Also ich bin zwar. Motive suche ich mir sehr gerne aus. Also ich habe schon das Auge für gute Motive, meine ich. Aber die Technik ist bei mir so richtig ein Problem. Also ich bin technisch gänzlichst unbegabt. Und alles, was ich mir da aneigne, ist wirklich mühevoll. Und ja, und das scheitert genau an solchen Sachen wie zum Beispiel mal eine Fotokamera oder das so zu fotografieren, dass es auch schön aussieht. Und ja, das sind so meine eigenen Sachen. Also ihr seht hier, ich habe zwar eine Vorzeichnung gemacht mit so kleinen Knubbelchen, aber ich vergrößere die Knubbel jetzt, weil ich merke, dass man zwar den weißen Punkt der Knubbel gut erkennt, aber da ist drumherum auch sehr viel mit Orange. Und letztendlich sind sie sehr viel größer und das will ich auch so machen. Aber es war ja gar kein Problem, da wir die Vorzeichnung schön groß gemacht haben. Aber solche Sachen sind eben schon kompliziert. Dann haben wir hier, also am Ende haben wir auch ein paar Knubbel, die man auch zeigen muss. Ich zähle die nicht, also man kann jetzt wirklich anfangen, hier abzuzählen, wie viele Knubbel hat der Seestern an einem Bein und wie viele an dem anderen. Also dazu habe ich definitiv keine Lust, das ist es mir auch nie wert. Wer will, kann es natürlich machen, ist dann noch genauer, aber mir geht es halt um die Optik. So richtig nach dem Prinzip funktioniert das wie ein Seestern, kann man das als Seestern erkennen. Sogar die Art kann man die Art erkennen und ich kann mir sogar vorstellen, dass alle Seesterne auch verschiedene Knubbel haben, verschiedene lang. Jetzt habe ich die Kamera verwackelt, tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem gut erkennen. Also ich bin mit dem Ärmel dran gekommen. Und natürlich habe ich mir einen roten Seestern ausgesucht, ist ja logisch. Er ist zwar rot-orange. Aber das ist ja das Schöne daran. Und deshalb benutze ich die ganze Palette von Rot-Orange über Gelb und ja, und auch Dunkelrot dann. Es kann sein, dass sogar ein bisschen Pink dazu kommt. Das weiß ich noch nicht genau. Aber jetzt haben wir das hier so. Und drüber gehe ich aber trotzdem in das Orange rein.
Beziehungsweise jetzt kann ich auch ein bisschen Pink nehmen. Und hier haben wir trotzdem diese Struktur, die könnte ich ja später nochmal drüber machen. Das ist sehr interessant, also dieser Seestern ist, wie gesagt, er sieht von der Weite eher wie ein roter Stern aus, mit ein paar Knubbelchen drauf. Aber wenn man in die Nähe kommt, merkt man, dass er eigentlich ja, diese dunkelroten, braunen Stellen hat und dazwischen sehr helles beige-orange oder was das ist. Hier werde ich einen Verlauf brauchen, weil zum Schluss des Seesterns wird es ziemlich, also am Rand seiner Fühler, seiner Strahlen, wird er sehr hell, also hier. Trotzdem hat er einen schönen Rand, den man nicht vernachlässigen sollte. Genau, und die Knubbel selbst, die wechseln auch die Farbe von Orange über Gelb nach sehr hellweiß, zumindest was ich so erkenne, so wie es auf dem Foto auch ist. Natürlich zeichne ich nicht das Foto komplett ab, das ist ja immer so. Ich erfinde sehr viel dazu, aber das Foto ist so als Hilfe schon sehr wichtig. Ich möchte jetzt mit euch aber ein so ein Beinchen machen vom Stern, damit wir wissen, wo wir sind. Also hier finde ich ziemlich dazu, das ist nicht so ganz auf dem Foto, aber ich wollte einen schönen Stern und auf dem Foto ist der irgendwie hinten sehr stark verkürzt, von daher habe ich die Perspektive ein bisschen geändert, aber das ist jetzt für euch nicht wichtig, weil ihr seht ja das Foto nicht, das zeige ich nicht, sondern die Illustration ist in dem Fall wichtig und was man daraus macht, wie man die Stifte benutzt und so weiter. So, und hier haben wir jetzt diese Struktur, die, wie gesagt, für mich besonders schwierig ist, da ich einfach nicht weiß, was genau wichtig ist. Da treffen sich sehr viele solche Ornamente, aber ich erkenne jetzt nicht die eigentliche Struktur, beziehungsweise ist vieles auch so kleine Flecken irgendwie. Also ich glaube, dem Seestern selbst ist es relativ egal, wie seine Struktur hier oben drauf ist. Hauptsache die Knubbel stimmen. Hauptsache die leuchten schön. Ja, ich glaube, das ist es. Und von daher werde ich hier die Struktur gar nicht so wie auf dem Foto sehr stark machen, sondern einfach ein bisschen hier wie so kleine, feine, leichte Linien und es auch so lassen. Mehr, glaube ich, brauchen wir nicht sonst. Genau, also das finde ich jetzt so in Ordnung und es gefällt mir auch gut. Das ist ja die Hauptsache bei solchen Sachen, dass man selbst glücklich ist mit dem, was man zeichnet und nicht irgendwie sich an das Foto hält, wie es genau das Foto. Das finde ich bei Porträts ebenso schwierig, daher zeichne ich keine Porträts, weil ich mich da an das Porträt halten muss. Also ich muss den Menschen da so zeichnen, wie er ist. Vielleicht gefällt mir das aber nicht. Kann ich aber nicht so ändern. Also vielleicht gefällt mir seine Nase nicht, die kann ich nicht ändern, die muss ich so zeichnen, wie sie ist. Und von daher halte ich mich von Porträts fern, mache ich nicht, weil ich eher so ich bin eher die Illustratorin, also ich zeichne die Sachen schöner. Und ich würde wahrscheinlich bei Porträts immer dazu tendieren, den Mensch zu verschönern und somit komme ich weg vom eigentlichen Porträt. Und bei der Illustration, das ist deswegen für mich auch mein Traumberuf und deshalb mache ich das so, so gern, weil man bei der Illustration wirklich genau das machen darf. Man darf all die Sachen verschönern, die man zeichnet. Und bei der
Kinderbuchillustration ist es genau so. Also ich verschönere einfach unglaublich gern so die Welt um mich herum. Und das macht mich total glücklich, wenn ich so eine schöne Zeichnung machen kann und irgendwann mich von dem Foto löse. Also mir gefällt das Foto von Anfang an und ich denke mir, ich will das erhalten, ich will das behalten, für mich irgendwie festhalten. Und dann zeichne ich das und mache das aber schöner, weil dann ist es meins. Ja, es ist schon sehr interessant, wie man so als Zeichner denkt manchmal, vor allem wenn man selber anfängt, sich zu analysieren und zu überlegen, wieso zeichne ich, wieso macht mich mein Beruf so glücklich eigentlich? Und das ist zwar niemals, also man kann das niemals so richtig argumentieren, aber mich hat das Zeichnen schon immer sehr glücklich gemacht und ich wünsche euch das auch. Also wer zeichnen kann, der weiß, was, wie viel wert das ist, wenn man sich einfach hinsetzt. Ich sehe, also auf Instagram werde ich vielen lieben Dank immer mal wieder markiert, damit ich eure Sachen auch bewundern kann. Also wer mitmachen möchte, wer bei diesen Projekten auch zeichnen möchte, er ist wirklich herzlich eingeladen, mich auf Instagram damit zu markieren. Ich finde das großartig, wenn ich auch mit meinen Zeichnungen euch inspirieren kann, nicht nur sie abzuzeichnen, das machen viele und das ist super, ich freue mich sehr. Manche sind so gut, dass ich mir denke, wow, also ihr könntet ja, also hier muss ich leider korrigieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Weil da habe ich einfach eins zu viel gemacht. Aber zu klein dafür. Genau. Und also wer mich dann markiert und einfach etwas zeigen möchte, darf das gerne tun. Ich freue mich. Also ich bin oft auf Instagram, poste auch soweit es geht irgendwas Interessantes. Aber wenn ihr dann mir was zeigt, ist es immer schön zu sehen, dass all diese Videos Wirkung haben irgendwo und jemanden auch inspiriert haben. Mich dann inspirieren, auch so rum ist es sehr schön. Und ich merke auch, dass die Menschen, die zeichnen, einfach eine innere, also so eine innere Zufriedenheit, ein inneres Glück haben. So dass man, wenn man zeichnet, eigentlich nicht sehr viel mehr braucht als das Zeichnen selbst und die Möglichkeit zu zeichnen. Das ist immer großartig, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man Talent hat, wenn man den Willen hat, die Ausdauer, das sind all diese Sachen, das ist ja nicht nur Talent, sondern es ist auch der Wille und die Ausdauer. Und ihr wisst ja den Spruch, brotlose Kunst, also. Meine Eltern haben immer das unterstützt, was ich mache. Sie waren immer der Meinung, ich soll genau das machen, was mich glücklich macht. Und das war schon immer eben das Zeichnen. Ich weiß aber von anderen, die es sehr viel schwerer hatten, das Zeichnen zum Beruf zu machen, weil die Eltern einfach das nicht so sehen konnten, dass man mit sowas überleben kann oder dass das überhaupt irgendwann mal ein Beruf werden kann. Also nach dem Motto, mach lieber was Gescheites. Das kennen auch hier viele YouTuber. Manche haben tolle Eltern, die das gleich akzeptieren und auch ja, oder sogar fördern. Und bei anderen ist es wirklich so, dass die Eltern das einfach nicht verstehen, dass die das nicht sehen, dass man überhaupt damit leben kann. Und die haben natürlich auch recht in vielen Dingen, weil nicht jeder, der zeichnet, wird auch ein professioneller Zeichner. Also das ist so, das muss man auch so anerkennen, das ist einfach ein seltener Beruf. Auch Designer, also Grafiker, auch Modedesigner oder so Industriedesigner, also das war damals das andere Studium. Also ich habe Kommunikationsdesign in München studiert. Und
Wir haben dann die Schule besucht, die Industriedesigner. Die haben ganz tolle Sachen gemacht, also die haben so Möbel designt oder Autos, also wirklich Großartiges. Da haben wir uns gegenseitig besucht und auch gegenseitig irgendwie motiviert und auf Partys eingeladen. Und da gab es immer mal was zu gucken oder so Abschlussausstellungen. Und das sind eher Leute, die dann später irgendwo mit ihrem Zeichnen eine Arbeitsstelle finden, die dann auch angestellt sind. Bei den Kommunikationsdesignern, bei mir war es eben so, dass man dann als Grafikdesigner in eine Werbeagentur kommt. Und also Werbung für verschiedene Firmen macht. Das war meine praktisch meine andere Möglichkeit, das zu machen. Aber ich wollte nicht. Also ich wollte schon immer zeichnen. Und ich habe auch gemerkt, im Studium auch, ich habe gemerkt, wenn ich zeichnen möchte, werde ich nicht in einer Werbeagentur zeichnen können. Also dort ist einfach viel Marketing, viel Verkauf. Also man muss einfach verkaufen. Ja, und wenig zeichnen. Also zeichnen sind nur vielleicht wenige Aufträge, die man dann bekommt. Vielleicht so ein Storyboard. Also das sind Storyboards sind die Geschichten. Also wenn man einen Werbespot machen will, dann muss man vorher so ein bisschen so ein Konzept zeichnen, wie sich die Figuren bewegen werden, also wie die Szenen aussehen, was passieren soll. Und da zeichnet man irgendwie eine Figur, die dann ein Limo trinkt, also damit ich jetzt nicht irgendwelche Werbenamen sage, also ein Limo trinkt oder ein Joghurt isst oder was auch immer. Und das muss man einfach zeigen und wie die Geschichte geht, was die dann sagen, wirklich wie so Comics. Das hätte ich zeichnen können, das habe ich auch teilweise gemacht, im Studium auch gelernt, wie das geht. Aber das war also in dem, also zum Vergleich, was ich eigentlich zeichnen wollte. Ich wollte früher gerne Zeichentricks machen, also wirklich so bei Disney arbeiten. Aber tja, Amerika ist weit weg. Ich bin in Deutschland geblieben. Ich bin auch glücklich darüber. Und Kinderbücher wollte ich schon immer machen. Also schon als Kind wollte ich Kinderbücher zeichnen. Und dass ich das heute machen darf, ist für mich eins der größten Glücksentwicklungen in meinem Leben. Natürlich neben der Familie und die Gesundheit der Menschen, die ich liebe, ist mein Beruf wirklich so das, was ich mir schon immer gewünscht habe und es auch erfüllt habe. Von daher kann ich immer, wirklich aus meiner Sicht heute, kann ich immer sagen, wenn jemand wirklich etwas machen will, wirklich will und es auch tut und macht und seine Zeit dafür verwendet, nicht verschwendet, sondern verwendet, dann wird er früher oder später damit Erfolg haben. Da bin ich mir ganz sicher. Und kann das nur also befürworten, auch bei meinen Kindern. Die müssen einfach nur sagen, was sie machen wollen, es auch tun und dann unterstütze ich das schon, egal was es ist. Also Sinnvolles natürlich, ist klar. Aber die machen schon sinnvolle Sachen. Und das würde ich auch wirklich überall und auch jedem empfehlen. Jetzt gehe ich hier bei diesem Strahl ein bisschen mehr mit Gelb rein, weil der einfach von der Optik, von der Perspektive her weiter weg ist. Und das finde ich schön, wenn man da ein bisschen auch ab und zu zeigen kann, dass etwas weiter entfernt ist von uns als der Rest. Das ist so dieses typische auch Perspektivenzeichnen. Aber ansonsten, also beim Plappern komme ich ja ganz gut voran. Wie ihr seht, also es geht weiter mit unserem Seestern und ich mag den auch sehr jetzt schon, weil er genau mit seinen Knubbeln hier meine Laune hebt. Ich mag irgendwie Knubbel zeichnen, also kleine Bällchen. Und hier machen wir es schön hell und der Rest wird dann wieder so dunkelrot, so wie beim anderen.
Ich habe mich jetzt relativ weit vom Foto entfernt, aber ich gucke schon immer mal wieder hin. Ist logisch, das ist auch wichtig, man darf nicht die Zeichnung verlieren. Ich gleiche die auch an, aber da ist sehr viel schon von mir drin. Und das gefällt mir auch so. Hier sind auch wieder die Knubbel. Also ich habe eigentlich jetzt so 5 bis 6 Stifte, die ich benutze. Also wirklich die orange-rote Palette. Das wird jetzt hier relativ gelb. Hier könnte noch ein Knubbel hinzukommen. Und hier drunter irgendwie ist es heller als der Rest. Ich mag vom Seestern, ich habe ja auch gegoogelt, also vom Seestern mag ich den Namen sehr. Es ist ja auch ein Seestern und auf Englisch heißt er entweder Starfish, also wirklich so Sternenfisch, oder Sea Star, also so wirklich Seestern. Und das ist alles total schön und ich merke, dass viele ja, so Restaurants oder die am Strand irgendwie ihr Geschäft aufgebaut haben, das sich so nennen und man kann das so als Logo und fürs Design super schön benutzen. Also ich habe mir schon gedacht, wenn ich mal ein Restaurant, was nicht passieren wird, aber wenn ich mal ein Restaurant am Strand aufmache, würde ich es wahrscheinlich auch Sea Star nennen. Sehr kreativ, ich weiß. Da ist noch niemand auf die Idee gekommen, aber es gefällt mir einfach so als Name und wahrscheinlich würde ich ihn auch so rot machen, aber vielleicht auch blau. So ein blauer Seestern, das ist auch toll. Mit gelbem Knubbel. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also wenn jemand das Rot nicht mag, kann er gerne mit Blau probieren. Ob da irgendwie mehr Seesternstimmung kommen wird, würde mich schon interessieren, ob das schöner wäre oder vielleicht so ein bisschen mehr Stimmung hätte. So, und jetzt kommen wir voran. Also hier sind wir weitergekommen. Wie gesagt, ich habe mir hier schon sehr viel Freiheit gelassen, weil ich definitiv nicht der Mensch bin, der jetzt hier die ganzen Knoten und so weiter macht. Vor allem, es gibt so viele, da komme ich selber durcheinander. Aber hier und da kann man das schon machen. Nur hier muss ich jetzt unten schon den Rand andeuten. Also die Knubbel sind jetzt hier größer. Die sollten wir auch größer machen, weil auch von der Perspektive her einfach hier mehr zu sehen ist. Und auch wenn die auf den Fotos nicht so groß sind, kann man das ruhig mal machen, denn es ist ja eine, wir haben ja gesagt, es ist eine Illustration, die soll schöner werden. Also hier hat er zum Beispiel einen sehr viel größeren. Und hier hat er auch zwei sehr viel größere, die ich so sehe. Und das finde ich schön. Also warum nicht? Man kann ja ruhig bei solchen Sachen auch übertreiben. Wir sind ja hier Illustratoren und Künstler. Und das darf man. Und zum Glück wird der Seefisch nicht hinterher sagen, so sehe ich aber nicht aus, wie bei einem Porträt, sondern es wird super. Genau, und hier muss ich jetzt mit dem Orange aber schon reingehen dazwischen. Die Knubbel selbst sind auch sehr orange. Also hier werde ich wieder so mit Gelb-Orange arbeiten. Und hier wird das Ganze ziemlich orange. Also hier unten werden wir einen sehr schönen Verlauf bekommen vom hellorange zu gelb. Und nach unten hin wird es höchstwahrscheinlich wieder rot. Aber hier muss es sehr gelb werden. Und die Knubbel wirken sehr weiß. Genau, ansonsten. Und hier auf dieser Seite auch. Also das kann man jetzt auch hier.
praktisch wie so Zwillinge. Wenn man solche Sachen hat, zwei gleiche Seiten oder so, kann man das immer mal ausnutzen und einfach beide mit demselben Stift zeichnen. Genauso wie jetzt hier ich die Knubbel mache, kann ich jetzt hier auch sehr schnell, ohne wirklich viel auf das Foto zu gucken, dieses hier praktisch selbst beenden, vervollständigen. Und mit dem Orange gehe ich jetzt schön rein, aber sehr leicht. Also das ist eher so, man kann eventuell statt Orange auch Hautfarbe nehmen, wer möchte. Das wird wahrscheinlich auch schön. Aber ich will hier diesen Verlauf, also das hier, was wir jetzt dann haben werden, will ich schon sehr stark machen. Also nach unten hin will ich schönes Orange und auch Richtung Rot auch gehen. Also jetzt mit dem Rot rein. Und im Verlauf bleiben, also nicht so Linien, sondern schön zum Rand hin im Verlauf bleiben. Hier auch mit kleinem Verlauf, denn unterm Seestern selbst ist es auch wieder heller, was ich so erkenne. Genau. Und hier auf dieser Seite auch. Und dann wird es letztendlich sehr schnell ein künstlerischer, ein Illustratoren-Seestern. So wie ich ihn als Deko für irgendeine Illustration nehmen würde, wenn ich mit Polychromos zeichne. Hier muss ich schnell rein, also ein bisschen intensiver. Wie gesagt, das, was näher an uns ist, dürfen wir ruhig intensiver machen. Und das weiter weg ist, dürfen wir heller gestalten. Das ist immer, das zeugt von Perspektivverstehen, von Perspektivverständnis, wenn man solche Tricks kann. Also vorne intensivere Farben und hinten immer blassere. So, und hier haben wir es auch. Die Knubbel selbst mache ich aber jetzt in diesem dunklerem Gelb, also helles Orange. Also nicht das andere Orange, sondern dieses hier, weil die dann besser sichtbar sind. Und dann gerne auch mit Gelb so ein bisschen reingehen. Und hier auch. Also hier darf man sehr zart so ganz zart reingehen mit dem Gelb und die Umrandung noch schaffen. Genau, und überall reingehen. Und bei den Knubbel aber am besten ein bisschen Licht lassen, denn das ist typisch, dass man die Knubbel wirklich gut erkennt. Das ist hier schon fast wie Augen, aber ich glaube, der hat keine Augen, der Seestern. Oder sind die unten irgendwo, ich weiß es nicht. Also bei Seesternen kenne ich mich nicht aus. Ich habe nur bei Wikipedia kurz reingeguckt, dass das irgendwie so Stacheltierchen sind. Also irgendwie die Familie der Stachelartigen oder so. Keine Ahnung, was die genau für eine Art haben. Ja, und letztendlich bin ich fertig, meine Lieben. Also das ist so das Gröbste von dem Stern. Jetzt kann man hier und da mal noch die Feinheiten, also wo man noch weiße Flächen hatte, so ein bisschen mit ausarbeiten. Hier mag ich es röter. Und drüber gehe ich aber trotzdem noch ein bisschen und betone hier und da, also wo sich das Ganze verschmiert hat. Und einfach so vielleicht so ein paar Pünktchen, wisst ihr? Einfach, dass man so eine Struktur erkennt, die
die das Ganze so ein bisschen unterstützt, aber jetzt nicht wirklich großartig was darstellt, weil das nichts mehr bringt. Also das ist jetzt, das sind so Kleinigkeiten, kann man machen, aber es wird jetzt den Sternen sich jetzt weder irgendwie groß verschönern noch verändern. Genau. Ein bisschen Kontrast bräuchte ich, und zwar hier unten. Da muss ich aber kurz spitzen. Also die Knubbel selbst will ich ganz leicht im Kontrast behalten, weil das bei allen Illustrationen so, vor allem die unteren Seiten, weil es immer schön ist, wenn man zum Schluss so ein paar Highlights setzt, aber eben nicht mit Weiß, sondern in diesem Fall mit demselben Rot, das ich vorher benutzt habe für die Strukturen. Einfach weil es netter wirkt, wenn man das so ein bisschen dazu ergänzt. Hier auch noch ein paar vielleicht so kleine. So kleine Strukturen, aber nicht mehr viel. Also ich denke für diese Zeit, wie spät haben wir es? Ja. Oh, es ist schon so spät. Also ja, also ich habe mir Zeit gelassen bei diesem Stern, aber ich hoffe und denke, dass ihr euch so auch gefällt. So, ihr Lieben, bis demnächst. Meine Farben sind eben die orange-rote Palette. Das sind super schöne Farben, alles. Wollte ich unbedingt auch so machen. Und ansonsten, bis demnächst. Eure Dani. Tschüss.